Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play Spyro the Reignited Trilogy. Schon mal sehr schöne Musik am Anfang, ein Blind Run für mich. Ich habe auch wirklich noch nicht viel von dem Spiel gesehen. Ich glaube nur so kleine Level-Ausschnitte, aber sonst noch nichts. Wir drücken einfach mal die X-Taste. Ja, ist okay. Ja. Ist alles okay. Oh. Nee. Man sollte sich das normalerweise durchlesen. Wir Spiel starten. Können wir uns doch noch irgendwie aussuchen, was wir spielen wollen? Ersten Teil, zweiten Teil, dritten Teil. Dann können wir gerade genau das ausprobieren, was ich nämlich machen wollte. Und zwar gab es ja in Spyro 2, nämlich hier, einen kleinen Cheatcode, womit wir die CTR-Geschichte-Demo spielen konnten. Und das wollte ich jetzt hier ausprobieren. Und zwar ist es L1, R2 und Quadrat gleichzeitig. Hat sich nichts getan. Das ist schade. Ich könnte jetzt auch noch in das Spiel reingehen und gucken, ob es da nochmal einen richtigen Startbildschirm gibt oder ob das der hier ist. Aber das werde ich dann später machen, weil hier hat sich jetzt nichts getan. Schade. Aber wir fangen mit Spyro the Dragon an. Dem ersten Teil für die PlayStation 1. In der Welt der Drachen. Ah, bin echt gespannt, ey. Ist ja auch so mein Kindheitsspiel, unter anderem. Jetzt wurden schon alle meine Kindheitsspiele wurden geremaked. So, Ape, Crash und jetzt Spyro. Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den fünf Welten. Oder sind es sechs? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty-Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Gnasty-Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Oh. Ha? Da habe ich wohl einiges zu tun. Das Abenteuer beginnt. Oh Gott. Guckt euch den Rasen an. Oh. Das ist das Erste, was ich so gesagt habe. Guckt euch den Rasen an. Und der Drache sieht auch so schön aus, ne? Das Sparks. Sparks sieht auch so süß aus. Okay, also was ich schon mal sagen kann, die Steuerung ist sehr, sehr direkt. Also... sehr direkt. Also ich habe das ein bisschen anders in Erinnerung gehabt. Oh, das ist natürlich... Warum ist auf R2 Feuerspein? Okay, die Rolle haben sie auch drin. Ich kann ja ganz kurz mal was zur Steuerung sagen. Und zwar... wir können mit dem Analogstick spielen, wir können aber auch mit dem Steuerkreuz spielen, was ich wahrscheinlich machen werde. Dann haben wir L1... Huch. Oh Gott. L1 und R1 haben wir die Rollen. R2 ist Feuerspein. Den Rasen abgefackelt. Geil.
Ja, und L2 ist so die Kamera zentrieren. Umsehen gibt's auch noch. Da muss man aber wieder... Also man switcht rein und wenn man nochmal drückt, switcht man wieder raus. Das ist auch anders. Ja. Das war alles so zur Steuerung. Jetzt muss ich aber mal... Optionen... Kamera... Aktivmodus. Weil ich kann... So wie es jetzt ist, kann ich echt nicht spielen. So, dann haben wir Sound. Ich weiß... dass man die Musik wechseln kann. Ins Original und ins... hier in das Remake. Dramatische Musik. Das lassen wir mal alles so. Wir bleiben mal bei der Reignited Dings. Karte können wir auslassen. Ja. Okay. Okay, R3 ist auch nochmal Kamera. Okay. Und L3... damit zeigt uns Sparks an, wo die nächsten Edelsteine sind. So sieht das jedenfalls aus. Und wir kriegen oben unsere Stats angezeigt. So, jetzt wollen wir aber endlich mal den ersten Drachen befreien. Nestor. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Nasty Nork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Okay, die Synchronstimmen gefallen mir bisher sehr gut. Bis auf von Nasty Nork. Das hat sich irgendwie ein bisschen... weiß ich nicht. Nicht böse genug angehört. Aber ich bin doch gewöhnt, mit L2 und R2 die Kamera zu drehen, ne? Das muss ich mir mal abgewöhnen. Jetzt tue ich mir ein Analog-Steuerkreuz spielen und mit dem Dingsbums, mit dem rechten Stick die Kamera drehen. Oder muss ich den... Den musste ich rammen, ne? Oder? Den konnte man doch auch abfackeln. Warum ist der so schnell? So. Was ist das hier für eine Tür? Die war da auch schon damals, glaube ich. Oder da war auf jeden Fall sowas ähnliches. So, wir kommen hier erstmal zu dem Drachen. Und das gefällt mir auch, der ist so in einem echt schönen grünen Türkis und dann mit diesen goldenen Hörnchen. Elbin. Ich mach ihn fertig. Ruhig, Blut, Spyro. Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge. Dann siehst du, was ich meine. Okay. Dann werden wir hier erstmal das Türchen aufmachen. Ja, ich habe schon wieder die falsche Taste gedrückt. Ich bin sehr froh, dass das nicht Rollen ist. Oh, hopsen, hüpfen, springen. Sonnenflug. Moment. Das hieß doch anders, oder? Da gehen wir aber noch nicht rein. Wir holen erstmal hier im Level alle Edelsteine. Das könnte ich vielleicht auch noch zeigen. Und zwar, ich weiß jetzt nicht, ob die Optionstaste und das Touchpad die gleiche Funktion haben. Ich habe jetzt auf Touchpad gedrückt. Hier sehen wir unseren Atlas quasi. Und zwar in der Artisanenwelt, beziehungsweise der Artisanenwelt, haben wir schon 32% der allen Sachen oder so. Okay, wir können auch noch nicht rüber machen. Fähigkeitenpunkte. Erreiche die knifflige Plattform. Cool. Cool. hier haben wir anscheinend so
Könnerpunkte. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Das ist cool, dass wir das hier sehen. Dann haben wir hier in der Artisan-Welt schon mal einen Könnerpunkt, und zwar erreiche die knifflige Plattform. Ich weiß nicht, was das ist, aber da werden wir schon irgendwie rauskriegen. So. Mehr haben wir nicht. Welt wechseln können wir nicht. Ja. Was machst du denn hier? Okay, den müssen wir uns erstmal angucken. Sieht schon putzig aus. So. Steinhügel. Das war früher Englisch, glaube ich, ne? Stonehill. Das ist mal nicht mal. Ach, das ist bestimmt hier vorne. Wo willst du hin? Nicht in das Labyrinth. Ah, okay, wir haben hier noch keinen. Da, Fähigkeitspunkte erhalten. Cool. Ich weiß nicht mal, was ich sagen wollte. So. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das Gefühl. Was ist das? Wie heißt das? Dunkles Tal. Ich habe nämlich irgendwie. Oh, das ist gleiche Melodie. Ich habe nämlich irgendwie eine Erinnerung gehabt. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, was ich sagen wollte. Weil ich bin so geflasht von dem Spiel. Ja. Was ist hier? Nix. Ich weiß schon, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Vielleicht fällt es mir irgendwann nochmal ein, aber ich glaube eher nicht. Ah, da ist der Ballonfahrer. Ach genau, wenn man die Kamera, das war das, was ich eben gerade sagen wollte, wenn man die Kamera per Hand dreht, ist die Kamera danach erstmal ein bisschen passiv. Dann, wenn man die Kamera längere Zeit nicht mehr händisch dreht, dann wird sie wieder mehr aktiv. Wenn es dir gelingt, 10 Drachen zu retten... Ah, das ist doch eine Stimme von Jack and Dexter, oder nicht? Vor kurzem habe ich dann das Let's Play angefangen, also gestern, zu gucken. Und ich glaube, das ist die Stimme von Jack oder Dexter. Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist 100 pro eine Stimme von den beiden. Also, Marco, der Ballonfahrer, hat mit uns gesprochen. Dann darfst du mit diesem Ballon in eine neue Welt fliegen. Nee, will ich aber nicht. Da, jetzt geht sie gerade wieder aktiv. Auch dieses Geräusch, wenn er so läuft. Das ist toll. Musik ist auch, also bisher gut, gefällt mir. Argus. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Okay. Die haben uns auch noch nicht angeguckt, die Fee. Ja, ne? Kann man machen. So. Jetzt würde Jäger kommen. Mal gucken, was sie draus gemacht haben. Thomas. Hey, Spyro. Drück zweimal Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen, in urzeitliche Gletscher zu fallen. Ach, das. Alle Drachen gefunden. Sehr schön. Uäh. Hi. Boah, mein Gott. Oh, das wird noch eine haklige Situation, wenn wir hier irgendwie
hier so rumsprinten müssen. Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen schneller als sonst. Also als vorher. Aber bisher gefällt mir das Spiel sehr, sehr gut. Ich habe ja noch nicht wirklich viel gespielt. Ich habe noch nicht mal ein Hauptlevel noch nicht mal gespielt. Strudel sieht auch schön aus. Altstadt. Ich glaube, der Held, also da ist so, ja, der, wenn man langsam rangeht, dann hält der so ein bisschen an, wenn man am Abgrund steht. Uns fehlt ein Einer. Kann doch nicht sein. Aber dafür haben wir ja jetzt Sparks. Welche Taste war das? Nee. Da oben. Da oben? Ach, da. Weil Spyros Kopf im Weg war, habe ich den Einer nicht gesehen. Gut. Dann haben wir alles abgeschlossen und können einmal richtig fliegen. Schön. Wir werden jetzt in Hügelstadt. Hügel? Nee, Bruchhügel? Nee, Steinhügel. wenn wir mal gehen und uns das erste Level mal angucken. Das sieht auch schön aus. Achso, genau, was mir noch einfällt. Abe ist nicht pausiert oder so. Ich habe es schon durchgespielt, also es wird jetzt gleichzeitig mit Spyro hochgeladen. Nur damit ihr Bescheid wisst. Ja, die Ladezeiten gehen auch klar. Jetzt. Ah, das ist die normale Starttaste. Achso, ja, Starttaste und genau. Touchpad war ja der Atlas und Starttaste war die richtige Option. So, jetzt will ich mal hören. Na, wir bleiben mal hierbei. Wir wollen ja auch alle neuen Musiken genießen. Also bisher, es ist nicht zu viel Arzi-Fazi irgendwie. Von der Musik her, was bei Crash oft der Fall war. Also das, da hört man schon einen extremen Unterschied, ob es jetzt das Remake ist oder nicht. Und da ist die Kiste. Gavin. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Ja, hier ist es dann eher dezent geändert. Noch. Ich weiß nicht, wie es in den folgenden Leveln ist. Aber ich denke mal, das liegt auch mit daran, weil Stuart Copeland da ein bisschen mal seine Finger mit im Spiel hatte, beziehungsweise der hat es halt abgesegnet. Sonst wäre es, glaube ich, anders ausgegangen. Es wird, glaube ich, dann eher Richtung Crash gehen. Aber das gefällt mir sehr gut. Linda!
Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Der gefällt mir, das ist so ein Steampunk-Drache. Okay, nächster Tunnel. Ich bin mal auf diese Wakyaba-Typis gespannt. Aber hier, das hier geht, glaube ich, zum Nachhause. Ja. Astor. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Dingsbums, zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. Der Arme. Und nein. Ich will doch gar nicht da. Nein, nicht dahin. Diese Schlüssel. Okay. Dann hätten wir hier alles. Ich probier's mal. Ich will sehen, wie's... Oh, das ist aber brutal. wir wollten nur sehen, wie es aussieht. Und jetzt sehen wir auch mal die blaue Libelle. So, ab in den letzten Tunnel. Ah, Moment. Ich muss mir das Wasser hier angucken. Sehr schön. So, jetzt gleich kommen die Wakyaba-Fuzzis und unser erster Eierdieb. Ja. Ah. Okay, finde ich auch sehr niedlich. Aber ich weiß immer noch nicht, was sie sagen. Oh, eine versteckte Kiste. War die da damals auch? Ich denke mal schon, oder? Oh, gar nicht gesehen. Ich dachte, das wäre ein Libellen. Ein Libellen, Ach Gott. Ihr wisst schon, was ich meine. Libellen scharf. Gott. So, jetzt gleich. Ich werde es schon kommen sehen. Werde ich wieder 1000 Edelsteine verpassen. Weil das hier oben so riesig ist. Huch. Gildas. Spyro, mein Freund. Brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar. Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Er ist ein echter Amerikaner. So. So, wie sieht das aus, wenn wir hier gegen dotzen? Das ist so... Wie so ein Pudding. Hier haben wir schon mal zwei Stück. Was haben wir hier überhaupt für eine Aussicht? Müssen wir auch mal gucken. Ja. Sieht schon ein bisschen traurig aus da hinten mit diesen zwei Dingern. Aber es tritt sich ja hier rum. Ich glaube, wir machen hier erstmal die Burg. Ich wollte einen Doppelsprung machen. Oh. Die Dächer gefallen mir, dass sie so glitzern sind. Kommt man da hoch? Moment. Nee, ich glaube, da kann man nicht hoch. So. Hier ist auch nochmal eins. Finde ich ein bisschen schade, dass hier eine unsichtbare Wand ist. Aber man kann ja auch nicht alles haben, ne?
So, hier haben wir jetzt alles. Dann gehen wir mal hier weiter. Ah, Eierdieb. Den folgen wir mal direkt. Hat er immer noch seinen festen Lauf oder läuft er einfach so, wie es ihm gerade passt? Nice. Unser erstes Ei. Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Hoffen, dass wir da drüben alles haben. Wahrscheinlich nicht. Ach, guck mal, da ist noch eine andere Burg. Steinhügelchen hier. Interessant. Interessant. Da waren noch irgendwo, waren hier noch zwei Bäumchen. Da habe ich immer... Da. Da habe ich doch immer gerne was vergessen. Ich habe auch noch im Hinterkopf, dass wir den Schlüssel haben, der uns dick fett unten rechts angezeigt wird. Nee. Das war's. Ja, das sieht sehr danach aus. Ups. Moment. Nee, doch nicht. Das war nur ein Lichtspiel. Wahrscheinlich sind die letzten Edelsteine hier unten. Hoffentlich. Da. Plup, 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 plup. Und? Nein, natürlich nicht. Aber da wir die Funktion hier haben, benutzen wir sie einfach mal. Irgendwo da oben. Okay, dann müssen wir wieder da hoch. War doch hier, ne? Ja. So. Somewhere up here. Ja, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht. Was das? Ne, einer fehlt noch. Ein einziger. Da drüben irgendwo. Ich weiß jetzt gar nicht. Moment, ich muss mal gucken. Wenn der irgendwo hier so liegt, ob der noch in der Ferne glänzt. Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich weiß ja auch nicht genau, wo der liegt. Kann aber sein, dass er sowieso ach, guck mal da. Dass er verdeckt ist. So. Müssten wir alles haben. Sehr gut. Dann können wir nach Hause. Hier, oder? Nee. Das ist der falsche Weg. Man könnte wahrscheinlich auch, das Level über das Menü verlassen. Aber das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen uns den normalen Weg bahnen. Ich finde, Spyro sieht auch ganz gut aus. Also es gibt viel schlimmere Modelle. Ich finde das ganz cool. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier hinten dunkle irgendwas. Wie ist das denn? Dunkles Tal. Den machen wir mal jetzt. Ach Mist. Ich habe gar nicht nachgeguckt wegen den Könnerpunkt. Hier gibt es doch bestimmt in jedem Level irgendwas. Müssen wir gleich nochmal zurück. Aber wir machen das Level hier erstmal fertig. Und dann gehen wir nochmal in das Hügel-Ding da. Oder ach, ich weiß nicht mehr, wie das Level hieß. Stonehill. Steinhügel. So, Fähigkeiten. Steinhügel. Verbrenne die rosa Tulpe. Was für eine rosa Tulpe? Ist wahrscheinlich irgendwo auf dem riesigen Ding da oben. Naja. Achso, wir können ja hier mal gucken, was uns passiert ist. Ah ne, sind das alle? Altstadt? Friedensstifter? Nee, das ist schon das nächste.
Peacekeepers. Das ist schon das nächste. Dr. Shemp ist auch Peacekeepers. Das heißt, wir haben nur Steinhügel und Altstadt hier. Okay.